Hallo du, wir sind wieder zurück in Kona. Jo, ich bin jetzt hier am Gemischtwarenladen und ich soll eigentlich hier wohl tanken, aber ich hing eben fest, jetzt geht's wieder. Ah, so machen die das ja, ja klar, damit du kein Benzin klauen kannst. Also zumindest ist da so der Gedanke, dass man dich einfach zapfen kann und dann verschwinden kann. Ne? Können wir nicht aufschließen. Da ist nichts drin irgendwie. Dann gucken wir mal. Ich sehe da auch gar keinen. Ist da keiner da? Ist das wieder so ein Spiel? Ja, und vor allem, das ist sowas von kalt. Normalerweise wird die Milch doch einfrieren, oder? Ich weiß auch nicht. Hm, was haben wir hier? Ist einiges das. Metallträger sind hier. Ist das für eine Brücke oder sind das Schienen oder? Das kann man gar nicht so genau sehen. Hier ist jemand lang gegangen. Ist das ein Fuchs? Ein Wolf? Ich weiß nicht. Gehen wir mal hier lang. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets, and he didn't like to miss out. Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Wir gehen mal weiter. Die können wir wieder weglegen, eigentlich, die Kamera. Ja. Die müssen wir nicht mit Hand halten. Da ist schon wieder was. Was ist das? Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Wir behalten, das mal, ich weiß nicht. Warum ich das wegschmeißen soll. Oh, da ist ja jemand. Ist der eingefroren oder ist das nur eine Figur? Hier ist eine Waffe. Hä? Nee, das kann kein Wolf getan haben. Carl wondered what the hell could that thing be. It looked like a man. Ach, du glaubst nicht das. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Hier stimmt was nicht. Irgendwie wird uns Leben abgezogen oder was ist das? Wir dürfen da nicht so dicht rankommen. Das Ding strahlt oder wie? Ich werde mal weiterlaufen. Vielleicht ist das hier auch gefährlich. Was haben wir hier denn? Das Inventar ist voll. Ja, das Holz, genau. Dann machen wir mal an. Das kann nicht schaden, sich mal aufzuwärmen, das Gehirn mal wieder aufzuwärmen. Irgendwie ist das komisch da mit dem Gehirn, aber ist halt so. Da wird angezeigt, inwieweit unsere Gesundheitsanzeige ist. Genau, wir sind voll. Was haben wir hier? Anzünder findet man auch immer wieder, das ist gut. Ich nehme mal gleich Holz mit. Wir werden bestimmt irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir kein Holz in der Nähe haben. Da ist das gut, wenn man dann was dabei hat. Wenn man was auf Vorrat hat. Ich bin hier echt am Überlegen, was das hier alles ist und so weiter. Es ist spannend. Und seltsam. Da ist eine Hütte da unten, oder was habe ich da gerade gesehen? Was? Ui. Oh oh. Mach das weg. Da können wir besser laufen. Och nee. Jetzt habe ich hier gerade von Steam hier ein Menü aufgeklappt. Sind die hinter mir her immer noch? Rein theoretisch können die überall hinlaufen. Die sind ja so schnell. Wahnsinn. Aber normal sind Wölfe ja auch so, ne? Die laufen nicht ewig hinter einem her. Normalerweise greifen sie einem ja nicht mehr an. Jetzt bin ich hier wieder zurück. Wollten wir das? Vielleicht? Ich finde toll, dass wir ein Bild gemacht haben davon, ne, von den Wölfen. Das war gar nicht so schlecht. Ich gehe mal gucken, ob hier im Geschäft jemand ist. Da können wir davon berichten. Vielleicht ist das auch der Ladenbesitzer, ich weiß es ja. Was? Ach, du glaubst es nicht, du. Was denn hier passiert? Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed.
There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Mhm. Mach ihn doch mal auf. Ach, der ist ja leer. Was ist ja jetzt? Ist aufgerissen? Und der liegt da. Seltsam. Muss ich echt mit den Tasten noch mal klarkommen? Ah, nee, ich muss ja Tab immer drücken, ne? Mit Tab geht das weg. Ah, das kriegen wir noch hin. Keine Lust auf gerade auf Arrangieren. Keinen Bock da drauf? Naja. Naja, wenn ich in Not bin, dann wäre mir Ahrensirup auch egal. Gucken wir uns hier erstmal um. An explosion suddenly occurred outside. Ich soll hier Tasten drücken, das wissen wir ja nicht, was ich drücken soll. Das bringt nichts, hier irgendwas zu drücken. Knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe einen Kratzer. Ein Kratzen im Hals. Und wenn man ein Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir ein Attest vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss ich, leider muss in dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben. Außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen, aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er jetzt Ihnen. Hat er den Laden weggegeben? Das ist die Pumpe da, das ist die Zapfsäule. Können wir nicht aktivieren? Das können wir auch noch nicht machen. Wir brauchen da eine Nummer. Das können wir mal mitnehmen. Das ist so dunkel hier. Ich hoffe, dass ihr das noch gut erkennen könnt. Ich habe da ein bisschen rumgetrickst mit den... Mit den Einstellungen bei der Aufnahme. Bei den Aufnahmeeinstellungen. Ich bin so abgelenkt hier. Deswegen rede ich hier manchmal einen Stoß. Müsst ihr nicht so beachten. Das ist spannend irgendwie, ne? Außerdem haben wir ja eine Taschenlampe. Warum benutzen wir die nicht einfach? Jetzt können wir schon ein bisschen mehr sehen. Sehr gut. Streichhölzer brauchen wir immer. Da bewegt sich doch was, oder? Ist das nur der Wind oder ist da wirklich was im Gange? Draußen. Ist da gerade ein Sturm? Oh. Ich wäre jetzt beinahe über den Toten darüber gestolpert. Das wollen wir auch nicht. Ich will da nicht rausgehen. Ich weiß nicht, ob da jemand ist. Ich will mich auch außerdem nach hinten umsehen. Ja, das ist nur der Sturm. Ich dachte, da wäre was. Da wäre jemand. Gut, dann sehen wir uns mal hinten weiter um. Strom ist ausgeschaltet, Strom ist an. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. So. Ich kann das nicht lesen, was steht denn da? Garage, unten ist Garage. Ich habe die Garage ausgeschalten eigentlich. Da steht einschalten, ausschalten, also normalerweise. Müsste es klappen.
Ist aber immer noch so dunkel hier. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Allerdings. Hat's jetzt geklappt? Nee, ich glaube, es geht immer noch nicht. Warum haben wir da keinen Strom? Ich hab doch. Allerdings, der Sekretärin wäre hier gut, ja. Das stimmt. Das ist ja so üblich auf Dörfern, ne? Das findet man ja heute noch sehr oft. Ich finde das ganz normal, das ist eine tolle Sache, dass solche Geschäfte eben auch als Postfiliale gelten, ne? Dass die Post dahin gebracht wird. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Man kann nicht sehen, wenn man a nice picture of the Magasin La Chance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Ja, da war es bestimmt anders. Da war es schöner damals, was? Muss nicht immer schöner gewesen sein. Vielleicht war es ja sogar noch schlimmer. Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Nicht einmal durch Hand quer. Wie heißt der? Kann man kaum aussprechen. Jo, ich krieg im Moment noch kein Licht. Oh oh. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Komisch, diese Sachen hier. Da sind die Spuren zu sehen. Ich denke, dass wir da auch nochmal hingehen. Die Spuren verfolgen. Da können wir uns aufwärmen. Ich glaube, noch geht's. Da brauchen wir einen Schlüssel, haben wir gar keinen, ne? Ich fürchte nicht. Hm. Da kommt man da gar nicht so rein. Das ist die Garage. Wer weiß, was da drin ist. Mann, ist das spannend hier, was? Wir müssen die Schlüssel finden. Denke ich mal. Die könnten eigentlich unter der Ladentheke sein, oder? Bei der Leiche. Wir müssen noch mal gucken. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Ich guck mal bei der Heizung hier drin. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Was seltsam, hier hat jemand gewühlt oder was? Die haben sich geprügelt, dann ist das hier zusammengebrochen. Es gab also eine Schlägerei. Ich muss mal gucken, hier unten vielleicht irgendwo was? Weil da würde ich die Schlüssel hinpacken. Das ist alles nicht... Oh ja, wichtige Sachen. Was haben wir denn da? According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Da haben wir den Schlüssel. Und die Nummer haben wir immer noch keinen. Schade, ich hätte gerne mal reingeguckt. Natürlich geht's nicht. Hm. Das war ja nur... Nur eine Inventarauflistung sozusagen, also eine Schubladenauflistung, wenn man so will. Für ihn ist es das Inventar, wenn man so will. Ja, das sind die Sachen, die passiert sind. Das ist der Mord, darüber wissen wir noch gar nichts so richtiges. Warum, wieso, weshalb und so weiter. So, den Schlüssel haben wir, dann können wir in die Garage gehen. Ich weiß, wir können nichts sehen. So, dann gucken wir mal. In die Garage rein.
Na, ich glaube, das Auto hier, das ist schon ewig nicht mehr gefahren. Das hat schon Rost angesetzt. Staring intently at the controls, ach ja, stimmt. That lift budge. The poor thing was out of power. Richtig. Und da müssen wir im Geschäft also den Strom abschalten. So, dann gucken wir, ob wir noch was finden. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Eine Spitzzange. Bestimmt. Also Werkzeug haben wir schon einiges. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir mal gucken, dass wir den Strom wieder einschalten. Dass wir das nochmal umstellen. Also gehen wir hier nochmal rein. Das ist ja auch verständlich. Ich meine, das läuft ja alles über einen Generator. Ist ja auch ausgeschalten. Hier ist Hauptstrom eingeschaltet. Wir haben immer noch kein Licht hier. Trotzdem nicht. Seltsam. Dann gucken wir mal hier. So, Geschäft. Stellen wir aus. Der Generator. Ach ja, alles klar. Wir müssen hier auf den Generator umschalten. Wenn ich jetzt hier umschalten würde, dann müsste eigentlich hier das Licht an. Okay. Tut's aber nicht. Schalte umlegen. Auf den Generator. Dann müsste ja jetzt an sein, ne? Gehen wir mal gucken. Also eigentlich müsste hier jetzt Strom drauf sein. Ist immer noch so dunkel. Gucken wir mal. Wo war denn das? Wo war denn das? The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Moment, irgendwo war doch die Hebebühne. Die war doch hier hinten irgendwo. Wo ist die denn jetzt? Ach, hier. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. So, müssen wir noch mal gucken, was da nicht stimmt. Also Generator, den höre ich ja. Der ist hier an. Muss ich hier auch noch was einstellen? Wassertank? Wahrscheinlich für den Generator. Hier ist er doch, oder nicht? Ach so, es ist kaputt. Der Strom wurde nicht weitergeleitet. Unser Auto hat geknattert. Das war gar nicht der Generator. Jetzt ist alles klar. Deswegen ging es nicht. Gut, jetzt läuft er. Jetzt muss es aber gehen. Kann doch nicht sein, dass immer noch nicht gilt. Wir sollten vielleicht auch langsam mal uns aufwärmen. Ja, jetzt geht's nämlich. So, dann lieber schnell mal die Brechstange geholt. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Ja, das konnte er. It would come in handy at some point. Sicher, denke ich mal. Oh, da können wir sogar zuhauen mit. Na gut, dann hauen wir da mal Zeugs rein und wärmen uns mal ein bisschen auf. Obwohl, es geht noch. In den Räumen da ist es sowieso automatisch warm, oder? Nee, eigentlich nicht. Ne. Kann man Scheiben zertrümmern? Nee. Dann gehen wir nochmal zurück und werden da jetzt den Strom einschalten. Guck immer, ob da jemand ist. Ich weiß auch nicht warum. Ist ja gar kein Horror. So. Jetzt schalten wir das aus.
Jetzt haben wir immer noch kein Licht hier, oder? So, einschalten. Ich versuch's nochmal. Garage ist aus. Und hier ist an. Genau, jetzt geht's. Jetzt haben wir hier wieder Licht. Machen wir mal aus. So, jetzt haben wir es eingeschaltet. Wir wissen mit der Kasse leider immer noch nicht. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Da müssen wir irgendeine Kombination. Kaputte Uhr, ja. Irgendeine Kombination da eingeben, dann geht die Kasse auf. Nur was? Kein Bock da drauf. Gucken wir nochmal. Das wäre schade, wa? Die 1 leuchtet, aber es hat nichts zu sagen. Dreimal die 1 geht auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas hatten. Irgendwas, wo wir da ersehen konnten, welchen Code wir da eingeben müssen, also welche Nummer oder so. Ist ja ein Code, wenn man so will. Was liegt da denn? Wollen wir jetzt erstmal nicht wissen. Vielleicht ist es wieder diese, sind es wieder diese komischen Leuchtdinger, die da rumliegen, diese Artefakte oder was das sind, keine Ahnung. Tanken wir erstmal. Sehr gut. Bezahlen brauchen wir nicht, ist ja keiner da. Können wir noch eine Milch nehmen? Der Milchmann musste jede Woche vorbeikommen, um den Bart zu füllen. Die frische Milch indikierte eine recente Visite. Wir können es nochmal aufwärmen. Jetzt können wir uns bei Licht nochmal umsehen. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Da ist auch noch was. Da komme ich nicht hin. Gehen wir mal rum. Da kommen wir gar nicht weiter. Also Informationen bekommen wir da überhaupt keine. Er will gar nichts hier. Der Karl. Oh, was man alles noch so findet. Das ist ein Prospekt. Ist alles aufgebrochen irgendwie. Öffnen der Kasse, da ist es ja. Preis eingeben, mindestens 2 Ziffern. Zweimal drehen. Auf das Gerät schlagen. Also versuchen wir mal. Mindestens 2 Ziffern. Ah, es hat geklappt. Da ist der Schlüssel. Der Briefkastenschlüssel. Gehen wir mal gucken, was wir da drin finden. Ui. The murder weapon. Die Tatwaffe. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to host this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted. And he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy.
Als ein Untertan Ihrer Majestät und Mitglied der freien Wirtschaftskammern der Welt habe ich die Pflicht, das Folgende den zuständigen Behörden mitzuteilen. Schlimme Dinge gehen hier vor sich. Ich muss mich kurz fassen, aber ich bitte mein Land um sofortige Hilfe, denn ich glaube, die freie Welt ist in großer Gefahr. Ein Mitglied meiner Gemeinde, der Ehrenwerte, ja, da hört der Brief auf. Er musste auch wohl aufhören zu schreiben. Er wird gestört. Er konnte es gerade noch einwerfen. Also, wurde er gestört, offensichtlich. Warum ist der Mann da auch so eingefroren? Das ist auch seltsam. Können wir weiterfahren? Ich glaube, hier können wir nichts weiter machen, ne? Ja, und das machen wir dann in der nächsten Aufnahme hier. Weiterfahren. Ich hoffe, dass ihr es genauso spannend findet wie ich. Dann lasst doch ein Like da, wenn nicht ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare rein. Ein paar Hinweise könnt ihr ruhig mal reinschreiben. Mir mal helfen. Weil ich werde bestimmt noch mal festsitzen hier. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und auch wenn ihr bei meinen anderen Videos wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.